Ja, brauchen wir. 325 Vorschläge haben die Bürgerinnen und Bürger gemacht und dann auch in der Debatte mit den Nationalen, mit den Europaabgeordneten, mit den Regierungen. Das ist sozusagen das Endergebnis der Konferenz, was jetzt letztes Wochenende beschlossen wurde. Wie hoch genau der Anteil ist, dieser Vorschläge, die Vertragsänderungen brauchen, darüber gibt es noch Debatte, aber es sind Dutzende. Und einer der Vorschläge ist genau, dass wir einen neuen Verfassungsprozess haben wollen. Wir haben das ja vor 20 Jahren schon mal versucht und dann ist es in Abstimmungen in den Niederlanden und in Frankreich am Ende gescheitert. Aber die Bürgerinnen und Bürger haben sich jetzt in diesen Panels, also repräsentative Bürger aus allen Mitgliedsländern, ne, repräsentativ eben nach Alter, nach Geschlecht, nach sozialem Hintergrund, nach Stadt und Land und so, haben mit Riesenmehrheit, also über 80%, gesagt, wir wollen einen neuen Verfassungsprozess. Und deshalb finde ich, müssen wir den auch machen. Und genau das wird das Europäische Parlament jetzt auf den Weg bringen. Das ist einer der ganz wenigen Bereiche, wo wir ein Initiativrecht haben. Gesetze vorschlagen dürfen wir nicht. Aber Änderungen an den EU-Verträgen, die dürfen wir in der Tat vorschlagen. Und das werden wir jetzt machen und werden in den nächsten Wochen dieses Verfahren einleiten. Dann brauchen wir als nächsten Schritt eine Mehrheit der Regierungen, die dem zustimmen. Die deutsche Bundesregierung hat schon gesagt, dass sie das unterstützt. Das haben wir Grüne in den Koalitionsvertrag verhandelt. Da steht es drin. Aber es gibt auch noch Regierungen in Europa, die da bisher skeptisch sind. Aber ich hoffe sehr, dass wir das hinbekommen und dass wir diesen neuen Verfassungsprozess auf die Beine stellen und zumindest die Debatte darüber führen, ne, was müssen wir eigentlich ändern. Seitdem der letzte Vertrag in Kraft getreten ist, hatten wir Euro- und Finanzkrise, Migration, Brexit, Corona und jetzt den Krieg in der Ukraine. Ich glaube, es ist Zeit, aus all diesen Krisen, Herausforderungen für die Europäische Union die nötigen Schlussfolgerungen zu ziehen, sodass wir in Zukunft handlungsfähiger, demokratischer, sozialer, transparenter sind. Und dafür brauchen wir diesen Verfassungsprozess. Ich muss ja auch nicht das wiederholen, was ich vorhin gesagt habe, aber dann natürlich ist der Begriff des Zusammenhalts, den haben wir jetzt noch gar nicht problematisiert, vorhin jedenfalls nicht. Auch ist natürlich schwierig. Der Zusammenhalt kann zwischen den Bürgern sein, der kann aber auch unter den Staaten sein. Und so müsste man das erstmal abschichten und gucken, was gemeint ist. Aber wo ich generell skeptisch bin, ist die Idee, dass ein Vertrag Zusammenhalt fördern könnte. Das mag mal die Grundlage sein, also wenn man nach langen Jahren des Streits einen Vertrag über freundschaftliche Zusammenarbeit schließt, dann mag das erstmal die Grundlage dafür sein. Aber letztlich Verträge an sich fördern den Zusammenhalt nicht, sondern ich denke, man müsste das viel konkreter angehen, wenn man den Zusammenhalt möchte. Und es, ehrlich gesagt, wird das auch konkret angegangen von der EU, nämlich durch Programme, die Sie wahrscheinlich sehr, Frau Will, ne? Die Sie, Frau Will, auch selbst kennen, vielleicht sogar Erasmus-Programm oder die ganzen Kulturprogramme, die es gibt und so weiter, wo auch immer die Bürger sich treffen oder grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Nachbargebieten und so weiter. Das ist ein Zusammenhalt, den kann man fördern, aber nicht durch Verträge, sondern durch konkrete Aktionen, würde ich mal sagen. Kevin, du hast völlig recht. Ein neuer EU-Vertrag wäre notwendig, um mehr europäischen Zusammenhalt zu schaffen. Warum? Weil unser jetzt gültiger Vertrag, der Lissabon-Vertrag von 2007, 2009 in Kraft getreten, der war rein zwischenstaatlich, nur zwischen den Staats- und Regierungschefs, hinter verschlossenen Türen, für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, die Verhandlungen. Seitdem gab es 5 Krisen mindestens, die noch nicht ausgestanden sind. Es gab ein Durchgewurstel auf der Basis des Lissabon-Vertrages. Hatte die EU einfach nicht genug Kompetenzen und sie hat sie immer noch nicht. Zum Teil wurden die geschaffen außerhalb der Verträge. Das ist aber zum Teil auch außerhalb der nationalen und des Europäischen Parlaments passiert. Zum Beispiel die europäische Finanz- und Schuldenkrise oder die Pandemie. Ja, da hat die EU einfach keine Kompetenzen gehabt, um jetzt die Impfstoffbesorgung und so weiter in den Griff zu kriegen. Also, es gab gute Ansätze immer wieder. EU-Staats- und Regierungschefs haben unglaublich viele Gipfeltreffen abgehalten und haben die Krisen einigermaßen immer wieder versucht zu lösen. Aber es gab
keine wirklich nachhaltige Lösung. Deswegen braucht es einen neuen EU-Gesellschaftsvertrag aus meiner Sicht. Deswegen gebe ich dir recht. Ja, das finde ich ganz toll, dass der Bürger der Souverän sein muss. Das ist ja eigentlich mein Buch der Europäischen Republik. Ja, also wenn zwei sich streiten, wer ist denn souverän in Europa, die Nationalstaaten oder die EU, dann kann man im Grunde sagen, keiner ist souverän, sondern frei nach Kurt Tucholsky, Souveränität geht vom Volke aus und kommt so schnell nicht wieder. Ja, das heißt, wenn wir jetzt also schon mal festgestellt haben, dass wir eine bessere Bindung der Souveränität der Bürger an das politische System der EU herstellen müssen, in der Frage war ja auch formuliert, Mitbeteiligung, Partizipativität, Strukturen, dann ist das schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Ich würde also dem Fragesteller zustimmen. Ja. Außerdem hat ja Emmanuel Macron in seinen wichtigen Europareden immer genau das gefordert, nämlich Unité, Souveränität, Demokratie, also Einheit, Demokratie und Souveränität. Das sage ich deswegen, weil es eigentlich neue Begriffe sind. Ja. Also um das nochmal zu sagen, und der Fragesteller Thomas hat das sozusagen impliziert in seiner Frage. Aber wir haben, glaube ich, das kann man sagen, es tatsächlich mit einem Paradigmenwechsel zu tun und mit einem neuen europäischen Vokabular. Wir haben immer gesprochen in der Vergangenheit von europäischer Integration, ja, und haben ja auch immer 70 Jahre EU-Integration sozusagen gefeiert. Wenn man aber von Integration spricht, dann sind die Staaten die Akteure. Staaten integrieren halt irgendwas. Sie machen den Binnenmarkt, sie machen den Euro. Jetzt sprechen wir aber, siehe Fragesteller Thomas, von Souveränität, also meinen wir die Bürger. Wir sprechen von Mitbestimmung, also meinen wir Demokratie. Das heißt, der paradigmatische Wechsel ist, es geht nicht mehr um europäische Integration und damit auch nicht mehr darum, dass die Staaten die Akteure sind, sondern es geht jetzt um europäische Demokratie, wie wir die gestalten und wie die Bürger dabei die Akteure sind. Ja? Und das ist ein wirklich paradigmatischer Wechsel. Und ich freue mich eigentlich, dass das schon allein durch solche Fragestellungen, also ich würde jetzt einfach mal sagen wollen, vor 10 Jahren hätte man die Frage gar nicht so formuliert, weil da hätte man die Frage noch irgendwie formuliert, was machen denn demnächst die Staats- und Regierungschefs, damit wir das und das bekommen. Ja? Also die Staaten sind die Akteure und die machen irgendwas. Jetzt ist das irgendwie gesetzt in der Diskussion, dass es jetzt um die Ausgestaltung einer europäischen Demokratie geht. Das heißt noch nicht, dass wir alle Antworten haben. Die sind auch schwierig. Ich war gerade am Wochenende auf einer sehr interessanten akademischen Konferenz mit so lauter Germanet-Professoren in Frankfurt bei Sandra Seubert, meiner Kollegin. Und da ging es um den Begriff des European Citizen. Was heißt das eigentlich genau? Also was heißt es eigentlich, wenn wir von European Citizenship reden? Ja, wir sind ja am Ende des Tages alle noch Finnen oder Portugiesen oder Spanier oder Slowenen und so weiter. Also was heißt das eigentlich? Welche Dimension an zusätzlichen Rechten sind uns dadurch gewährt? Wie kann man auch die Debatte um das European Citizenship nochmal normativ weitertreiben? Und es gibt ja, und das ist auch das Schöne mit Blick auf die Zukunftskonferenz, sehr viele auch akademische Formate, die versucht haben, das zu beobachten. Ja, also das Europäische Hochschulinstitut hat ja zum Beispiel Forschungen über die Zukunftskonferenz gemacht. Es gibt FEPS in Brüssel, also sehr viele Institute, auch die Bertelsmann Stiftung hat jetzt eine große Studie herausgegeben, Herr Hirlemann, Dominik Hirlemann zur Zukunftskonferenz. Und das alles nur, um zwei Sachen zu sagen. Der Fragesteller hat recht, weil er die richtigen Begriffe sozusagen erwähnt hat. Es geht jetzt um Demokratie und Souveränität. Auf der anderen Seite haben wir viel Arbeit vor uns, weil noch keiner genau weiß, wie wir das jetzt ausgestalten. Also wir sind, glaube ich, jetzt auch alle auf neuem Territorium, gerade weil wir den Paradigmenwechsel hinter uns haben. Und wir sind jetzt im Prinzip in so einer Art Neugestaltung. Und die Neugestaltung wird nicht mehr an den alten Begriffen festgemacht, sondern wir reden jetzt eben auch in der Zukunftskonferenz von der Sozialunion, der sozialen Säule, von partizipativen Strukturen und so weiter. Und das ist für alle Neuland. Und insofern wird das, glaube ich, auch kein Ponyritt. Das wird ja, ist ja jetzt eine ergebnisoffene Diskussion, wie wir das jetzt gestalten im Einzelnen. Und wir haben ja auch sozusagen sehr viele Meinungen zu Europa auf dem Kontinent. Also politisch, die Populisten, die das wieder anders sehen und so weiter. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich inklusiv das alles verhandeln wollen, wie wir vielleicht über diesen Prozess sogar zu einer Verfassung kommen und wie wir dann über sie abstimmen, dann würde ich mal sagen, das wird echt noch viel Arbeit. Ja? Aber die Tür haben wir jetzt aufgestoßen und mit dem Aufstoßen und den neuen Begriffen betreten wir Neuland. Und ich kann nur sagen, ich finde das total spannend und total spannend, dass das bei den Fragestellern schon ankommt, durch die Formulierungen.
Also ich habe diesen Kommentar sehr interessant gefunden, weil ich ihm teils auch zustimmen kann sogar, sage ich mal, aber teils auch nicht. Ich würde erst mal sagen, dass schon der Vertrag von Lissabon eigentlich die demokratischen Grundsätze ziemlich gut rausgearbeitet hat. Das hätte der Verfassungsvertrag von 2004 sicher noch ein bisschen besser gekonnt, aber hier ist es auch ganz gut gelungen. Und das Zweite ist, dass auch die Kompetenzen ganz gut abgeschichtet wurden zwischen der Union und den Mitgliedstaaten, also dass die erstmals auch so benannt wurden, die Kompetenzkategorien und so weiter. Wir haben auch den Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung, der ist auch ganz, liegt ganz klar dem Unionsrecht zugrunde. Und was auch ehrlich gesagt schon ein bisschen anstrengend manchmal ist, wie häufig in diesem Vertrag sich wiederholt wird. Dann steht mindestens dreimal, habe ich gezählt, es gibt vielleicht sogar noch mehr Fälle, wo es heißt, nicht der Union übertragene Zuständigkeiten verbleiben bei den Mitgliedstaaten. Da frage ich mich ja, wo sollen sie denn sonst bleiben, wenn nicht bei den Mitgliedstaaten? Auf jeden Fall ist das relativ gut durch den Lissabonner Vertrag und klar ausgedrückt worden. Den Begriff souverän, den der Thomas hier anspricht, den würde ich lieber weglassen, weil der Begriff souverän so aus der Demokratietheorie kommt und eigentlich auch wieder in die Richtung Staatswerdung der Union abzielt. Würde ich also denken, es gibt nicht den europäischen Souverän, es gibt allenfalls nationale und das ist trotzdem ein schwieriger Begriff, finde ich. Seine Idee, Markt, Außenpolitik und Verteidigung, finde ich jetzt von den Politikfeldern her sehr gut. Allerdings sind wir über dieses Stadium ja schon hinausgekommen oder haben uns hinaus entwickelt und das hieße letztlich eine Rückentwicklung der Europäischen Union. Das entspricht so einem Modell, was der frühere Kommissionspräsident Juncker in seinem Weißbuch zur Zukunft Europas 2017 auch mal, der hat ja so 5 Modelle vorgestellt, die man haben könnte. Und eins hieß auch Binnenmarkt und im Kern Binnenmarkt. Und das wäre so das, was dem Thomas, glaube ich, letztlich hier vorschwebt. Aber man müsste dann die Integration tatsächlich ein bisschen zurückschrauben wieder. Und da bin ich mir fast völlig sicher, dass das nicht passieren wird. Also ich plädiere insofern dafür, den Integrationsprozess ein wenig ruhen zu lassen, wie so einen guten Hefeteig, der erstmal zu sich kommen muss, der Ruhe braucht, wie wir Menschen auch Ruhe brauchen. Und ich will auch nicht alle 5 Jahre neue Artikel lernen. Also wenn der 235, dann ist er der 300 sowieso, dann ist es der 308, dann ist es heute der 352. Das will ich einfach nicht. Ich brauche auch ein bisschen Ruhe als Mensch sozusagen. Also ich plädiere für ein Innehalten.